Also, liebe Freunde, wir verfolgen die Mainstream-Medien, weil bis Orban redet, ich freue mich auf die Rede. Schau mal einfach mal, was euer Steuergeld so macht, liebe Freunde. Also, was macht er jetzt? Er telefoniert. IT telefoniert nach Hause. Wahrscheinlich ruft er Merkel an. Hey Mama Merkel, was soll ich tun? Die alternativen Medien sind da. Wahrscheinlich schreiben sie dann in die Spiegel und weiß ich was rein. Rechtsextremisten hätten freie Medien penetriert oder so bedrängt. Er konnte nicht mehr arbeiten. Oder vielleicht wurde er nervös. Vielleicht wurde er nervös, weil alle Menschen hier merken, dass das Kommunisten sind von Soros. Oh, er zeigt mir den Mittelfinger. Ist das geil? Er hat mir den Mittelfinger gezeigt. Die Mama auch nochmal schnell, hä? Was ist denn los? Den Mittelfinger, ihr seht ihr das? Er ist stark penetriert. Was ist denn los mit den Soros-Medien? Herr Kommunisten, was ist los? Ihr seid hier in Ungarn. Schaut's an, der ist richtig. Wo ist der Mittelfinger hin? Ist das geil. Irgendwann geht er vielleicht auf mich los, aber wir sind hier unter Freunden. Also, liebe Freunde, speichert das ab, das ist so geil. MDR-Journalist zeigt Patriot Ignaz Pferd den Mittelfinger. Och, das gibt ganz viele Videos. Vielen Dank für die Kooperation. Danke, Merkel. Ah, ist das geil. Wo ist eigentlich die Nazifa? Wo sind die Antifa-Truppen? Hä, vor einem Jahr habt ihr Ungarn zusammenschlagen lassen. Wisst ihr noch, Antifas aus Deutschland, die Hammerbande, Antifa aus Italien. Erinnert euch, Linksextremisten, wo nach Ungarn gekommen sind, um Ungarn zusammenzuschlagen. Ihr seid besuchte Mörder, nichts anderes. Ja, sein Handy kann nicht helfen. Er hat wahrscheinlich IT auch nicht erreicht. Ja, Großaufnahme. Ja, sehr gut. Sehr geil. Ja, eigentlich habe ich die Demo-Einsätze vermisst. Ich bin ja lieber an der Front. Aber in Deutschland ist das gar nicht mehr möglich. Und, könntest du das noch mal erklären mit der Verbindung zu Soros? Bitte? Oh, jetzt Soros. Ja, das ist so eine Verschwörungserzählung. Verschwörungsmythen erzählen sie immer. Nein. Soros ist natürlich ein Philanthrop, ein Menschenfreund. Und die Antifa ist antifaschistisch, ja? Stimmt's? Nee, sie wollten es erklären. Wir haben es immer noch nicht erklärt. Ja, da kann ich auch nichts dafür, wenn sie eine Bildungsart, du, wenn du eine Bildungslücke hast. Da kann ich nichts dafür. Ist das herrlich? Jetzt tut das so. Wir haben nichts mit Antifa zu tun, nichts mit Soros. Rothschilds und Rockefeller haben wahrscheinlich auch nichts zu tun. Ich finde das so geil, liebe Frau. Ja, speichert den Livestream. Eddie Skynet, bitte speichern. Dankeschön. Ist das geil. Aber ich wollte es doch erst gerade erklären. Nein, ich kann es doch nicht. Das sind doch nur Vorurteile. Das sind doch Vorurteile, wo wir haben. Die sind alle blöd, die Menschen hier. Wieso sprechen Sie für die Leute? Warum sind Sie die weil Leute? Ungarn frei ist, aber Sie sind weil nicht, Ungarn Sie souverän doch ist. Ich bin doch ein Refugee, ein Western Refugee in Ungarn. Die sind hier willkommen. Habt ihr das nicht mitbekommen von Orban? Western Refugee Welcome hier. Richtige Flüchtlinge, nicht Umvolkungsmatze. Was unterscheidet Sie denn? Ach, vielleicht davon, dass ich nicht kriminell bin, dass ich das Land nicht islamisieren will. Die Schweiz wurde ja gegen Sie ermittelt. Ja, die Schweiz ist ja genauso korrupt wie Schland und Österreich. Das ist ja das Schöne. Es wurde gegen Sie ermittelt. Ich muss mit meinen Leuten noch schnell reden. Also der kommt jetzt damit, in der Schweiz wurde gegen mich ermittelt, weil ich politischer Aktivist bin, weil ich meine Heimat liebe. Und dann nimmt er seine Lügenmedien in Schutz in der Schweiz, die genauso gleichgeschaltet sind. Jetzt ist noch mal einer von der Lügenpresse. Also ja, interessant. Der Dritte im Bunde. Hallo, herzlich willkommen in Ungarn. Also das sind mehrere deutsche Soros-Agenten hier. Sehr schön. Ha? Ich würde mich schämen. Warum hetzen Sie? Ich würde mich schämen. Du weißt schon, du machst das für Geld. Warum schämst du dich nicht, dass du für Geld nach Ungarn kommst und gegen Ungarn hetzt? Warum hetzen Sie? Warum hetzen Sie? Das ist doch die bessere Frage. Ja, ich frage auch nur. Ich bin doch auch nur ein Mensch, wo eine Frage hat. Schau mal, die Menschen hier gucken alle, die sind ganz gespannt, was jetzt hier los ist. Was ist denn hier so los? Warum sind die so laut? Warum filmen die sich gegenseitig? Hä? Das ist schon witzig. Wie fühlt es sich eigentlich an? In Deutschland könnten Sie das so oder du nicht machen, weil die Antifa euch schon längst. Nein, sind wir nicht. Nein, du bist nicht besser als ich. Du bist nicht besser als die deutschen Steuerzahler. Nee, ja du bist ein Frage, Angestellter. Ja, ich habe keinen Respekt von euch. Nee, also, ich habe wirklich keinen Respekt. Ihr seid Verbrecher. Ihr seid einfach nur. Mit dem Feind habe ich sicher keine Höflichkeit. Bullshit. Du kassierst das Geld von den Zuschauern hier. Und jetzt geht Orban. Orban, sehr gut. Jawohl. Jetzt will er reden, jetzt kommt Orban, jetzt will er reden. Ich finde das so geil. Was verbindet Sie mit Orban? Er ist ein freiheitsliebender Mensch und wir Schweizer sind auch freiheitsliebend. Das ist aber warum sind Sie, warum hat man gegen Sie ermittelt in der Schweiz? Weil es genauso ein Faschismus ist wie in Deutschland und weil er genauso gleichgeschaltet sind. Und jetzt Respekt. Orban spricht. Orban spricht. Respekt. Orban. Ja? Gut. Jo. So, Orban spricht, liebe Freunde.